Es ist Montag und da heißt es ja eigentlich normalerweise Nintendo News. Aber heute ist natürlich auch noch Ostern und da heißt es eigentlich auch Geschenke. Und ihr bekommt heute ein Geschenk in Form von Nintendo eShop Angeboten, die ihr auch noch kostenlos testen könnt. Das heißt, alle Spiele, die ich hier vorstelle, ja, egal welches Spiel, ist natürlich A im Angebot und B existiert dazu eine Demo. Das heißt, ihr könnt es sogar, bevor ihr euch es noch vergünstigt kauft, auch noch antesten. Ist quasi eine Weltpremiere. Zwei Fliegen mit einer Klappe und außerdem gab es auch nicht so interessante Neuigkeiten bei Nintendo in letzter Woche. Heißt aber nicht, heißt aber nicht, dass wir heute Abend natürlich nicht streamen um 20 Uhr auf Twitch. Link ist unten in der Videobeschreibung. Kleines Osterspecial. Osterspecial? Nintendo Osterspecial? Keine Ahnung. Quatsch ein bisschen. Danach geht's dann ganz gewöhnlich wie mit den Mario Monday weiter. Habe ich sonst noch irgendwas verpasst? Vergessen? Juckt euch wahrscheinlich eh nicht. Deswegen fangen wir einfach an mit dem ersten Game. Das Spiel könnte ein kleines Schmankerl sein und die Demo werde ich sicherlich mal testen. Denn mit Mythischer Ozean erhalten wir ein erzählerisches Abenteuer-RPG, das von Paralune entwickelt und von Nankyo.io veröffentlicht wurde. Wir haben dabei die Möglichkeit, eine riesige Wasserwelt zu erkunden, die zusätzlich in einzigartige Biome unterteilt ist. Die Geschichte beginnt wohl damit, dass wir in einer riesigen Unterwasserwelt eingesaugt werden und uns der allwissende Aal Elil erzählt, dass es wohl nicht das erste Mal ist und unsere Aufgabe ist es, im Ozean die fünf verstreuten Weltbildengötter zu finden. Zwischen absoluter Müll und absoluter Geheimtipp ist bei dem Spiel wohl alles wirklich dabei. Allerdings sollte man Englisch können, denn das Spiel ist nur in dieser Sprache verfügbar. Das Angebot gilt noch bis zum 24.04. und ist derzeit für 4,99 € statt 14,99 € verfügbar. Jetzt kommen wir zu einem Spiel, was sicherlich für mich ein kleines Highlight sein wird. Und zwar ist die Rede von dem herausfordernden, atmosphärisch und absolut toll handgezeichneten Puzzle-Plattformer Unbound Worlds Apart. Wir spielen dabei Soli, der für mich ein wenig an die Jawas aus Star Wars erinnert, wenn man ehrlich ist. Jedenfalls haben wir magische Kräfte, die uns Portale öffnen lässt, die uns dann in den einzelnen Welten eben helfen. Wie zum Beispiel Zeitmanipulation, Superstärke oder auch Schwerkraft. Und es gibt auch noch viel mehr, nämlich 10 Fähigkeiten insgesamt. Die Welt in Unbound Worlds Apart sieht einfach wirklich super aus. Und ich muss sagen, dass ich mich schon freue, das Game zu zocken. Spielspaß hat man wohl so zwischen 5 und 7 Stunden. Das ist doch für Rätsel, Fallen, Monster, Bosse, zerstörte Controller und Monitore doch eine schön überschaubare Spielzeit. Wer aber hier noch testen möchte und dann auch noch den Rabatt einsacken will, der sollte aber nicht ein auf Faultier machen, sondern Gas geben, denn das Angebot gilt nur noch bis zum 21.04. Preis liegt derzeit bei 11,99 €, also Switch an, Demo zocken und dann entscheiden. Na, da haben wir mal wieder was für unsere Anime-Freunde, denn mit My Heroes Justice 2 erhalten wir ein Spiel, welches auf Staffel 3 und 4 der Anime-Serie My Hero Academia basiert und ich kenne das auf gar keinen Fall. Ist ja auch egal. Wer es genauer wissen will, das Spiel startet wohl an dem Deku und seine Klassenkameraden sich um die provisorische Heldenlizenz bemühen. Ja, vielleicht weiß der ein oder andere jetzt, worum es da geht. Es gibt auch einen Story-Modus mit einem sehr, sehr coolen Feature, wie ich finde. Wenn wir die Story mit unserem Helden durchgespielt haben, können wir die Story noch einmal erleben, allerdings diesmal aus der Sicht des Schurken. Gameplay-technisch hauen wir uns in den 3D-Arenen schön im Beat'em-up-Prinzip auf die virtuelle Mütze. In einer 3D-Arena feuern wir uns dann in eine Art Schere-Stein-Papier-Angriffssystem die Angriffe nur so um die Ohren. Da die Story ab einer gewissen Staffel der Anime anknüpft, wäre es wohl nicht verkehrt, wenn man den Anime kennt, denn dann kann man die Story auch wohl besser verstehen. Ansonsten bekommen wir einen 75%igen Rabatt und My Heroes Wants the Justice 2 ist bis zum 30.04. für 17,49 € im Angebot. Arietta of Spirits ist ein bezauberndes Adventure mit emotionaler Geschichte, Gameplay ohne Füllstoff und rasanten Kämpfen. Das sagt jedenfalls die Einleitung des Spiels und ich persönlich mag diese Art von Spielen ja total. Okay, bis auf diese emotionale Geschichte vielleicht. Daher steht das Game auch auf meinem Zettel, auch wenn es mit knapp 5 Stunden Spielzeit eher kurz gehalten ist, aber auch das mag ich, so wächst der Backlog wenigstens nicht so extrem an. Das Spiel erzählt die Geschichte von Arietta und ihrer Familie, die zum ersten Mal nach dem Tod der Großmutter deren Ferien Hütten besuchen. Der Familienausflug nimmt eine unerwartete Wendung, als Arietta einen geheimnisvollen Freund findet und lernt, die Geister zu sehen, die auf der Insel wohnen. Wir erkunden die mysteriöse Insel inklusive finsterer Höhlen und hauen einfach alles kurz und klein, was bei 3 nicht auf den Bäumen ist. Wer also auf der Suche nach einem kurzweiligen Action-RPG ist, der dürfte bei Arietta of Spirits wohl nicht ganz so falsch liegen.
Jetzt wäre jedenfalls der richtige Zeitpunkt, denn aktuell zahlen wir nur 11,99 Euro statt 19,99 Euro. Angebot gilt hier noch bis zum 29.04. Wer Kartenspiele mag, der ist bei Rise of the Slime eventuell genau richtig. Insbesondere wenn man Kartenspiele mit Roguelite-Elementen mag, beziehungsweise bevorzugt und in den Sammelwahn der Karten verfallen ist. Die nach jedem Lauf eventuell dann neu dazugewonnenen und bessere Karten in sein Deck aufnehmen zu können, macht die Kartenklopperei nämlich erst so richtig interessant. In Rise of the Slime fangen wir zunächst mit einem Standardkartenset an, das hauptsächlich aus normalen Angriffs- und Verteidigungskarten besteht. Mit den ersten Schritten, die wir in der hübschen 2D-Spielewelt machen, werden uns die Grundmechaniken erklärt. Es gibt im Spiel ca. 100 unterschiedliche Karten und das Gameplay reicht für ein paar Stunden, bis man alles gesehen hat. Dann kann man einfach mit einem anderen Spielmodus einen neuen Durchlauf starten. Ich bin mal überhaupt gar kein Kartenfan, von daher ist mir es egal. Karten, ja, maximal Landkarten. Aber Rise of the Slime ist noch bis zum 28.04. für 9,09 € im eShop im Angebot. Ihr wollt Elden Ring in einem 2D-Actionspiel im Pixel-Look? Dann führt wohl kein Weg an Blasphemous vorbei. Mit düsterer, aber wunderschönen Artdesign fordert uns Blasphemous einiges an Geduld und Ausdauer ab. Denn das Gameplay bzw. der Schwierigkeitsgrad ist doch relativ hoch, wie in den Spielen der Dark Souls-Reihe. Gegen die riesigen Bossgegner haben wir nur eine Chance, wenn wir Kombos gut beherrschen und uns möglichst nicht treffen lassen. Ja gut, ist auch klar, wenn wir uns nicht treffen lassen, haben wir immer eine gute Chance. Bei mir schlummert Blasphemous schon lange auf der Platte, habe es aber auch tatsächlich noch nicht angespielt. Die Reviews und vor allem Spielermeinungen, wie zum Beispiel auch auf Steam, fallen durchweg sehr positiv aus. Und bei dem aktuellen Preis kann man es sich sicherlich einfach mal herunterladen. Allerdings solltet ihr bei dem Kauf volljährig sein, denn das Spiel ist erst ab 18. Blasphemous bekommen wir für 6,24 Euro statt 24,99 € und das Ganze noch bis zum 27.04. Einen richtig fetten Rabatt erhalten wir bei dem 2,5 Jump'n'Runs Spiel Jet Cave Adventure, wo wir gemäß des Genres hüpfen und klettern müssen, aber auch Kampfpassagen und nette Bosskämpfe sind dabei. Wir spielen den Urzeitbewohner Cave. Der ehemalige Stammhäuptling wurde von seinem Volk verbannt. Mehr oder weniger zufällig stolpert er über einen Jetpack. Ach ja, außerirdische Eindringlinge gibt es auch noch und so mutieren wir zum Iron Man der Steinzeit. Man sieht eindeutig die Eindrücke von Spielen wie Donkey Kong Country, was ja kein Fehler ist, denn Tropical Freeze ist eines der besten 2,5 Jump'n'Run Spiele in diesem Genre. Und neben der Demo, ja natürlich hat auch das Game eine Demo, müssen wir gerade nur einmal 1,99 € dafür bezahlen, denn Jet Cave Adventure ist noch bis zum 28.04. im Angebot. Ich werde da definitiv zugreifen und den Aliens mal zeigen, was in einem Urzeitbewohner so alles steckt. Ja, also, was ich hiervon halten soll, weiß ich auch noch nicht so richtig. Es geht um einen verlorenen Verstand. Ja, ich habe keinen Buchstaben vergessen, sondern das heißt tatsächlich so. In der Spielbeschreibung heißt es noch, in diesen Bereichen des Unbekannten musst du durch Labyrinthe der Erinnerung reisen, um schließlich deinen Weg zur eigenen Wahrheit zu finden. Gut, was auch immer das heißen mag, ein verlorener Verstand bietet wohl ein abstraktes Abenteuer, abgefahrene Umgebung, Rätsel und auch an einigen Stellen Jump'n'Run-Gameplay. Und erkunden müssen wir auch noch und das ist dann für 90% rabattiert, denn der Preis von 1,39 € macht es dann eventuell doch schon interessanter. Wer weiß das schon, ich habe jetzt jedenfalls schon einen Verstand verloren. Ah ja, Angebot gilt noch bis zum 26.04. Absoluter Mist ist das nächste Spiel. Also nicht so wie ihr vielleicht denkt, sondern spielen wir in Yoku's Island Express den Mistkäfer Yoku, dessen Job es ist, auf der wunderschönen bunten und sonnigen Insel Kukumana Pakete abzuliefern bzw. das Postamt wieder aufzubauen und einen alten Gott aus dem Tiefschlaf zu erwecken. Da bekommt die Redewendung, es ist nicht auf seinen Mist gewachsen, eine ganz neue Bedeutung. Genretechnisch könnte man es als Flipper Jump'n'Run bezeichnen. Yoku hängt sich nämlich an seine Mistkugel und schießt sich zusammen mit diesen in atemberaubender Geschwindigkeit durch wirklich wunderschön gestaltete Level. Und wie einem Flipper müssen wir uns dann manchmal in die Lüfte bzw. durch die Level schießen. Aber wie jedes Game hier in diesem Video ist es A im Angebot und B gibt es eine Demo. Ich erwähne das hier nur einmal zwischendurch, bevor wieder jeder fragt, ob es hierzu eine Demo gibt. Preis 4,99 €, das Ganze noch bis zum 27.04. Point-and-Click-Adventure-Fans, aufgepasst, denn mit Violet ist wieder mal ein Spiel im Angebot, was ich euch schon häufiger vorgestellt habe und nicht nur, weil mir kein anderes Game einfällt, sondern weil Violet ein hervorragendes Spiel ist und natürlich gibt es auch hier eine Demo und es ist derzeit super günstig im Angebot und deswegen muss es natürlich in dieses Spiel. Jedenfalls ziehen Violet und ihre Eltern um, sie findet dann ein Amulett und wacht in einer Welt nach der Vorbild von Alice im Wunderland auf und ab deren beginnt die spannende Reise. Violet kann mit schöner Grafik und tollen
tollen Rätseln wirklich glänzen. Ich hatte jedenfalls mega viel Spaß mit dem Geld. So, und das Ganze liegt dann auch noch bei 1,39 Euro bis zum 27.04. Wer so ein kleiner Anime-Suchti ist, der kennt sicherlich Attack on Titan. Ich kenne es nicht, spiele aber auch keine Rolle. Jedenfalls erhalten wir AOT 2 eben ein Actionspiel, was genau auf diesem Anime basiert. Als futzekleiner Mensch müssen wir gegen riesige, menschenfressende Titane bestehen, die scheinbar auch noch keine Zeit hatten, passende Kleider zu finden. Damit wir auch nur den Hauch einer Chance haben, verfügen wir über spezielle Kampfausrüstung, die uns durch die Lüfte schwingen lassen, dass selbst Spider-Man neidisch wird. Um die Titanen dann auch noch legen zu können, müssen wir uns auf deren Schwachstellen konzentrieren. Das Game folgt dabei weitestgehend den Handlungen der Anime-Serie und somit sind auch bekannte Gesichter dabei. Wir können allerdings unsere Charaktere selbst auswählen und dann auf nackte Titanenjagd gehen. Das Spiel kostet regulär 69,99 € und ist jetzt im Angebot, aber auch nur noch bis zum 19.04. Also die schnelle Fliege fängt den Wurm oder so ähnlich. Ach ja, Preis 34,99 €. Chaos kann ich. Und wer das auch kann und das auch noch virtuell ausleben möchte, der kann ja bei dem chaotischen Koop-Spiel Moving Out zuschlagen, wo wir gemeinsam unsere eigene Umzugsfirma führen. Gemäß dem Motto, sie wollen schnell, sicher und ohne Schäden umziehen, dann sind sie bei uns absolut falsch. Versuchen wir in möglichst kürzester Zeit die Wohnung unserer Kunden leer zu räumen und dadurch Highscores zu knacken. Damit das flott von der Hand geht, müssen wir einfach mal unkonventionelle Methoden anwenden. Wie zum Beispiel Fernseher aus dem Fenster werfen und die Hoffnung haben, dass unser Mitspiel das Ding dann unten auch fängt. Moving Out ist ein absolut chaotischer Spaß für bis zu 4 Spieler im Couch-Koop-Modus. Und garantiert sicherlich viele schöne Momente. Mit einem Lächeln blickt man dann auf den Kauf zurück, denn man hat auch noch hier gespart. Moving Out ist derzeit für 6,24 € im Angebot. Angebot gilt noch bis zum 27.04. Ich hoffe, wir sehen uns heute Abend 20 Uhr. Ich habe hier noch ein wunderschönes Video für euch. Und dann würde ich sagen, ja, bis später.